Hey Leute und herzlich willkommen zu dieser kleinen Ankündigung. Das Video wird in zwei Teile aufgeteilt. Zuallererst kommen die Ankündigungen und danach für die Leute, die sich dafür noch interessieren, ein paar Begründungen, weshalb das Ganze jetzt so läuft, wie es laufen wird, weshalb ich den Channel damals habe fallen lassen und so weiter und so fort. Falls das Ganze ein bisschen emotional rüberkommt, tut mir das Ganze sehr leid. Ich habe das jetzt schon zum 22. Mal, nehme ich das jetzt auf und hoffe einfach, dass es richtig wird. Und wenn nicht, lade ich das jetzt einfach trotzdem hoch und hoffe einfach, dass euch das so gefällt. Beziehungsweise ihr das so verstehen könnt. Okay, die Ankündigungen. Ankündigung Nummer 1. Ich habe vor, wieder mit YouTube durchzustarten. Dazu werde ich ein komplettes Rebranding durchführen, sprich mein Image wird sich komplett ändern. Der Avatar, sprich der alte Wolf, den ich mir damals 2010 von Google rausgesucht habe, den ihr neben meinen Kommentaren bzw. oben links sehen könnt auf meinem Kanal, wird verschwinden und dafür wird was Handgezeichnetes von einer super tollen Zeichnerin reinkommen. Ebenfalls wird sich ändern mein Banner oben auf meiner Hauptchannel-Seite, das ich damals schnell zusammengepflastert habe, als die Dinger rauskamen. Es wird sich auch ändern, oder vor allen Dingen, aber am allerwichtigsten wird sich ändern, die Videovorschau, der Thumbnail. Anstatt dass ich da bei einem RimWorld-Video zum Beispiel da einfach einen langweiligen Screenshot mache von oben oder bei einem Skyrim-Video einen langweiligen Screenshot vom Himmel mache oder so, werdet ihr dann da ordentliche Zeichnungen sehen von meinem neuen Avatar und wie er sich auf Abenteuer begibt oder sonstiges macht. Bin ich mir noch nicht sicher, da hat die Frau viel mehr Ahnung als ich. Ich begebe mich da voll und ganz in ihre Hände. Ankündigung Nummer 2. Ich werde mir ein Studiomikrofon anschaffen, dass das Ganze dann auch ordentlich klingt. Sprich, die Qualität von dem Video wird dann hoffentlich getoppt und man versteht mich ordentlich, ohne dass ich leicht blechern im Hintergrund klinge. Was übrigens daran liegt, dass ich mein Mikrofon ziemlich runterziehen musste, damit man kein Rauschen hört, was ebenso die Sachen sind. Nächste Ankündigung. Ich habe vor, komplett von den Serien wegzugehen, wo ich möglichst viele Episoden von dem Spiel mache. Sei es Fallout, sei es Skyrim, sei es irgendwas. Es passt einfach nicht zu mir, es ist nicht mein Style, ich brauche viel zu viel Abwechslung. Deshalb werde ich zu ein paar Episoden pro Spiel gehen und dann das nächste Spiel anschauen. Und falls ich mich dazu entscheide, irgendein Spiel für länger zu machen, mache ich das eben dann länger. Und zwar immer noch so lange, wie es mir gefällt und wie ich Spaß daran habe. Und kein bisschen länger. Außer das Spiel ist so beliebt, dann kann ich es mir vielleicht überlegen. Dann könnte ich vielleicht so viel Motivation dazu haben, dass es mir auch noch Spaß macht, das Spiel zu spielen. Aber normalerweise bin ich jemand, der viel zu viel Abwechslung braucht und da dementsprechend einfach zum nächsten Spiel wechseln sollte. Und soweit ich weiß, die letzte Ankündigung. Ich habe vor, einen englischen Channel mir noch anzuschaffen, bei dem ich dann auch so ein, zwei Videos die Woche mal hochlade. Einfach noch um ein paar mehr Leute glücklich zu machen in einer anderen Sprache. Gut, also waren jetzt die Ankündigungen ziemlich zusammengepresst. Ich danke euch vielmals, dass ihr immer noch subscribed seid zu mir, obwohl ich so Ewigkeiten und letztes Jahr zähle ich nicht mit, nichts getan habe. Ich danke jeden einzelnen von euch und auch den Neuen, die sich jetzt diese Ankündigung vielleicht anhören. Und ich hoffe, dass ich euch bald in neuen Videos sehe und die euch natürlich auch gefallen. Und für die, die sich das Ganze jetzt auch noch anhören möchten, warum das Ganze denn so gekommen ist und so weiter, ihr seid herzlich dazu eingeladen, euch das anzuhören und wir starten jetzt einfach mal damit. Aber Vorsicht, es könnte ein bisschen emotionaler werden, weil es eben was sehr Persönliches ist. Gut, gut, wie fange ich damit an? Ich habe damals, und damit meine ich nicht 2016, sondern vorher, als es immer langsamer wurde, immer weniger Videos und irgendwann gar keine Videos mehr kamen, litt ich im Prinzip unter ziemlichen Depressionen. Das lag daran, dass ich einfach eine Arbeit hatte, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Und ich bin ein Mensch, wenn mir was nicht gefällt und ich es machen muss, ist das wie Folter für mich und ich kann das einfach nicht abhaben. Und das hat mich damals wahnsinnig beeinflusst. Dazu kam, dass ich jeden Tag Videos recorded habe, was auch lustig war,
Aber erstens waren es zu viele. Ich hab mir dazu viel zu viel Zwang und Stress gemacht. Und zweitens war das immer so, ich habe das hochgeladen und hatte kein ordentliches Bild als Vorschau. Ich hatte kein ordentliches Channelbild. Und ich weiß, es klingt ziemlich blöd, aber in meinem Kopf heißt das einfach, ich mache das nicht richtig. Und wenn ich was mache, dann will ich es einfach richtig machen und dann will ich voll dahinter sein. Ich habe damals Zeichner gesucht, irgendwelche Leute, aber ich habe irgendwie niemanden gefunden, wo ich gesagt hätte, hey, das passt, das mache ich so, da habe ich dann super viel Spaß dran. Und dann ist das Ganze irgendwie zusammen mit den Depressionen einfach untergegangen. Ich weiß, das ist ein ziemlich blöder Grund, aber so funktioniert nun mal mein Kopf. Daher ja auch als erster Teil der Ankündigung, dass ich mir eben das Ganze anschaffe und damit zufrieden sein kann. Wie gesagt, wenn ich was mache, dann will ich 100% geben und das toll finden. Und das werde ich dann auch toll finden. Dazu kamen, wie gesagt, diese viel zu vielen Videos, die zum Teil auch daran lagen, dass ich ein Spiel für euch gemacht habe und dann das Spiel aber wissen wollte, wie es weitergeht, wie zum Beispiel bei Fallout 4. Und dann so wahnsinnig viel auf einmal aufgenommen habe, dass ich das Spiel selber gar nicht genießen konnte, obwohl ich es eigentlich nur alles aufgenommen habe, um das Spiel zu genießen. Kurz gesagt, ich habe mir selber einen Kreislauf gesetzt, der überhaupt nicht zu mir passt und der wahnsinnig unpraktisch war. Außerdem kam noch dazu, dass ich ganz gerne auch hätte englische Leute angespielt, aber irgendwie bin ich nicht auf die Idee gekommen, einfach noch zusätzlich zu diesem einen englischen Channel zu machen, den ihr euch dann auch anschauen könntet. Weil ich irgendwie der Meinung war, dass ich nur einen Channel haben möchte, der dann Englisch macht, aber dann hätte ich irgendwie die Deutschen vernachlässigen müssen. Und das hat mir auch nicht gefallen, weil ich mit euch groß geworden bin und mir das am Herzen liegt, das auf Deutsch weiterzumachen. Ja, also das waren ziemlich an sich blöde Gründe, aber sie haben sich zusammengehäuft. Zusätzlich dazu kam dann eben noch der Druck, den ich mir wieder persönlich gemacht habe, dass ich eine Serie eben weiterführe und möglichst nicht fallen lasse, weil ich irgendwie immer dachte, die Leute haben daran Erwartungen, dass das eben so passiert. Aber es passt einfach nicht zu mir. Und Teil von dem Neuen, was ich jetzt versuchen werde, mir aufzubauen, wird eben auch mir im Prinzip einen Ruf zu schaffen, der heißt, der spielt alles Mögliche. Der macht es toll, der hat Spaß daran. Ich habe Spaß daran, mir das zuzuschauen. Und dann gehe ich einfach zum nächsten Video und schaue mir das auch noch an, anstatt dass ich hoffe, dass er die nächste Episode von dem jetzt uploadet. Denn das wird nicht mehr passieren. Wenn es, wie gesagt, passiert, dann ziemlich selten. Und trotzdem nur so lange, wie ich daran Spaß habe. Also es wird wirklich irgendwann mal das aus irgendeinem Grund mein Channel so sehr wächst, dass da tausend Leute sagen, hier, mach das. Und dann was ich mir persönlich einfach gar nicht vorstellen kann. Ja. War noch irgendwas? Ich glaube, das war es jetzt erstmal. Eins vielleicht noch. Nur um das in Kontrast zu stellen. Mein Channel hat momentan 826 Subs in dem Moment, als ich das die Ankündigung jetzt im Prinzip recorde. Ich habe fast 900.000 Views auf meinem Channel, obwohl ich den seit Jahren im Prinzip nicht wirklich richtig angefasst habe. Die meisten Views kamen damals mit Stronghold bis Stronghold 3. Und das ist alles schon wahnsinnig groß im Vergleich zu dem, was ich damals erwartet habe. Ich habe damals eigentlich erwartet, dass ich, hey, ja, ich habe mal so 10, 20 Subs, ich mache halt ein paar Videos, die kriegen ein, zwei Views. Aber irgendwie ist es viel, viel mehr geworden, vor allen Dingen eben mit Stronghold. Und das hat mir wahnsinnig viel Hoffnung gemacht und es hat mich aber auch gleichzeitig wahnsinnig geschockt. Und als der Burst dann vorbei war und ich dann wieder immer nur so 10 Views mal auf einem Video hatte und mal vielleicht ein Like oder einen Kommentar, wenn ich Glück hatte, war das persönlich auch ein bisschen demotivierend, sage ich jetzt einfach mal, weil ich das Gefühl hatte, dass die Leute größtenteils eigentlich wegen dem Spiel gekommen sind und nicht wegen mir. Was? Ja.
als unbekannter YouTuber eigentlich ziemlich normal ist. Die Leute schauen sich die Spiele an und nicht den YouTuber selber, bis der, ich sage jetzt einfach mal, eine gewisse Persönlichkeit und Marke rüberbringt, die die Leute interessiert. Und die dann dazu bewegt, zurückzukommen. Und diese Denkweise damals hat es mir auch wahnsinnig zunichte gemacht, obwohl es eigentlich super gut lief und eigentlich alles super toll war. Und ich auch stetig am Wachsen war, was auch nicht viele von sich behaupten konnten. Das sind alles so Fehler, die ich damals gemacht habe, die ich jetzt versuche nicht mehr zu tun. Und eine wahnsinnig große Motivation dabei, abgesehen von euch wahnsinnig tollen Subs und neuen Subs und allgemeinen Zuschauern, sage ich, ist ein YouTuber, ein englischer YouTuber, der nennt sich Avak. Link findet ihr unten. Ich habe ihn im Prinzip im Auge gehabt, seitdem er einen ganz, ganz kleinen Channel damals nur hatte, mit unter 100 Subs sogar eigentlich. Seitdem bin ich dabei. Und er hat sich da durchgekämpft und er ist seinem Stil treu geblieben und er hat seinen Spaß daran. Und er fängt jetzt an, regelmäßig zu streamen auch. Und er ist einfach super drauf und ich rede täglich im Prinzip auch mit ihm im Discord und alles Mögliche. Er ist eine wahnsinnig tolle Motivation. Und ich kann euch echt nur sagen, schaut euch seinen Channel an, schaut euch seine Videos an. Der ist wahnsinnig toll drauf, der ist wirklich super gut. Baut eine super Community auf, wo ich super froh bin, dass ich Teil davon bin. Und ja, ich nehme mir den jetzt auch so ein kleines bisschen als Vorbild, auch wenn ich eben nicht wie er eine Serie komplettiere, sondern da in dem Sinne meinen eigenen Stil habe. Und ich hoffe einfach, dass ich das Ganze jetzt ein bisschen besser mache, mit besseren Gedanken auch angehe und mich nicht selbst grundlos deprimiere, sondern einfach mit euch viel Spaß habe. Und dafür sorgen kann, dass ihr das Ganze genießen könnt. Ja, gut, das war jetzt nicht unbedingt leicht für mich, das Ganze so zu sagen und auch zuzugeben, gerade den letzten Teil. Aber mein Gott, so bin ich halt. Und ich hoffe, dass ihr vielleicht sogar auch aus den Fehlern lernt, falls ihr angehende YouTuber seid. Seid froh mit dem, was ihr habt. Wenn die Views runtergehen, seid nicht demotiviert. Macht einfach weiter. Ihr macht das hoffentlich aus Spaß und nicht um irgendwie bekannt zu werden. Das ist meiner Meinung persönlich zumindest gesehen die falsche Einstellung. Aber jedem das eine, nicht wahr? Gut, an der Stelle nochmal großes, großes Danke an euch alle, dass ihr euch das bis zum Ende vielleicht sogar angeschaut habt. Großes, großes Danke an alle, die noch subscribed sind und sich in Zukunft dazu bereit erklären, bei mir zusammen und sich meine Videos anzuschauen, sobald sie wieder kommen. Und vielleicht auch die alten Videos anzuschauen, trotz mehr oder weniger schlechter Qualität in meinen Augen. Und ja, ich hoffe, man sieht sich demnächst. Und ich hoffe, ich habe aus meinen Fehlern gelernt und sage das nicht nur. Aber liebe Leute, bis dahin und zum letzten Mal mit diesem tollen, tollen Wolf, der mich viele Jahre begleitet hat. Euer Isildur.